Ja, moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie ihr eventuell seht, geht es heute um diesen iPod Classic, den ich mir vor ein paar Tagen auf eBay ersteigert habe. Naja, leider ist die Festplatte kaputt. Kann ich hier auch kurz demonstrieren. Also auf jeden Fall geht er halt an. Aber man hört es auch schon klicken. Naja, und wie ihr dann seht, hier der traurige iPod, und deshalb ja werde ich die Festplatte ausbauen. Und dafür habe ich mir hier auf eBay diesen Adapter hier bestellt. Für den iPod-Anschluss für die Festplatte im iPod auf einen Compact Flash Card. Das ist halt diese Karte hier. Aber da ich keine Compact Flash Card da habe, habe ich mir diesen Adapter hier auch geholt für eine Micro SD-Karte. 32 GB kommen hier rein. Und ja. Das baue ich jetzt erstmal auseinander. Als Werkzeug habe ich leider nicht so was Krasses, also werde ich einfach mein Schweizer Taschenmesser benutzen und gucken, ob ich ihn damit aufkriege. So, jetzt geht er hier auch schon auseinander. Sehr schön. Muss ich nur vorsichtig sein, damit ich hier nichts kaputt mache. So. Sehen wir auch direkt schon die alte Festplatte, die ich jetzt auch direkt ausbaue, weil die ist ja kaputt. So, sehr gut. Dann bereite ich den Micro SD-Adapter vor. Also hier den Adapter mit der Compact Flash Card. Schiebe ich einfach nur da rein. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt nochmal was holen, damit ich das hier reinstecken kann. Also so kommt es schon rein. Passt auch schon direkt perfekt dazu. Gut, dann hole ich jetzt definitiv nochmal so unten drunter, weil so kann das ja nicht angemacht werden. So, für unten drunter werde ich jetzt hier einfach so ein bisschen Schaumstoff verwenden. Den schneide ich jetzt kurz zu. So, lege ich jetzt hier drunter. So, mache ich ihn erstmal einfach nur so, damit ich, falls was passiert, doch nicht erstmal, falls ich nochmal aufmachen muss, das mache ich mal an. Genau, und er sagt halt auch direkt, ich muss ihn an den Computer anschließen, und das werde ich jetzt auch tun. Ich mache mein Mac an und dann sehen wir uns da wieder. Also wie ihr seht, befinde ich mich jetzt hier in iTunes. Ich stecke jetzt mal ganz kurz den iPod an, dann kann ich direkt schon gucken. Fährt hoch und sagt, yep. Und jetzt sagt er auch, ich soll ihn nicht abmachen. Das muss ich nur gucken, ob der jetzt... Genau, jetzt wird er hier auch direkt schon in iTunes erkannt und ich soll ihn als einen neuen iPod registrieren. Ja, und da halt kein Dings drauf ist, werde ich ihn jetzt noch neu formatieren. Aber ich guck mal, weil... Das Format bin ich nicht ganz zufrieden mit. Ich fände es schöner, wenn der Mac formatiert ist. Also werde ich das im Festplattendienstprogramm machen. So. Jetzt werde ich ihn einfach hier wiederherstellen. Weiter. Akzeptieren. Okay. So. Wir sind jetzt hier fertig. Jetzt steht hier auch direkt schon auf dem iPod. Ich muss ihn trennen. Das werde ich jetzt tun. Und dann synchronisiere ich gleich erstmal ein bisschen Musik rüber. So, wie ihr seht, fängt ja jetzt an hochzufahren. Das ist zwar jetzt ein bisschen provisorisch, aber naja. Genau, da sieht man auch direkt schon, muss die Sprache auswählen. Das tue ich jetzt auch direkt. Also erstmal hier. Muss ich ihn machen, dass er benutzen kann. So, auf Deutsch. Und schon funktioniert der iPod. Kann ich ihn auch direkt mal ganz kurz Beleuchtung anmachen. Und ich kann nicht gucken. Hier, genau, sind 29 GB. Alles richtig. Jetzt synchronisiere ich erstmal ein bisschen Musik. So, wie ihr seht, habe ich jetzt hier ein bisschen Musik auf den iPod draufgezogen und den werfe ich jetzt auch erstmal aus. So, hier jetzt am iPod. Und direkt gucken. Untertitel. Da ist die ganze Musik. Perfekt.